So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Handballfreunde, wie immer darf ich Sie wieder recht herzlich hier begrüßen in der Victor's Lounge. Wir hatten heute den 11. Spieltag in der 3. Liga Staffel Südwest. Die HG bedankt sich bei rund 600 Zuschauern. Und an dieser Stelle natürlich der besondere Gruß an den Gästentrainer. Das ist Matthias Geiger. Herzlich willkommen. Und auf Seiten unserer AG natürlich Branko Koloppa. Ja, ich glaube, wir haben heute ein sehr, sehr schnelles Spiel gesehen. Das wussten wir. Gelnhausen ist einer der schnellsten Mannschaften in der Staffel. Die erste Halbzeit lief sehr, sehr gut für uns. Der Halbzeit stand 18:12. Und dann haben wir, glaube ich, die ersten 3 Minuten in der zweiten Halbzeit ein bisschen verschlafen. Gelnhausen kam ganz stark zurück mit einem 4-0-Lauf. Zeitweise kamen sie dann auf 2 Tore ran. Aber dann zum Schluss hat sich die HG wieder abgesetzt. Und ich glaube auch der verdiente Sieg zum 32-27. An dieser Stelle fragen wir natürlich wie immer die beiden Trainer, wie sie das gesehen haben, wie ihre Analyse ist. Und fangen an mit Matthias Geiger. Ja, wir haben uns für das Spiel vorgenommen, eine sehr aggressive Abwehr zu stellen. Das haben wir in der ersten Halbzeit ja nicht wirklich geschafft mit 18 Toren. Das hat Saarlouis wirklich sehr, sehr gut gemacht. Deswegen auch verdient gewonnen und Glückwunsch an die HG. In der zweiten Halbzeit haben wir das angesprochen. Da haben wir es geschafft, die ersten 15 Minuten die Härte in die Abwehr auch reinzubringen. Aber es war für uns auf und ab. Für mich war wichtig, dass die Mannschaft Moral gezeigt hat und auch mit einem 6-Tore-Rückstand nach der Halbzeit nochmal rankommt. Hier und da ein bisschen mehr Glück und dann wird es vielleicht nochmal eng. Aber ja, die HG hat es wirklich heute sehr gut gemacht, waren gut eingestellt. Und von daher können wir die Niederlage akzeptieren und arbeiten für das nächste Spiel daheim nächste Woche. Vielen Dank, Matthias Geiger vom TV Gelnhausen. Branko, wie ist heute dein Fazit? Ja, zum Ersten gratuliere Jungs zum Sieg. Erste Halbzeit war gut, ich bin zufrieden. Die haben das gut gemacht, was wir haben im Training vorgenommen, was wir wollten, im Spiel durchsetzen. Dann Anfang zweiter Halbzeit machen wir es selber schwierig, weil wir waren nicht genug konsequent in unsere Sache. Und da kommen unsere Gegner auf -2. Und wie gesagt, aber Jungs hat wieder dann angefangen zu spielen, das was wir haben vorgenommen. Und wie gesagt, hat das dann bis Ende gemacht und 2 Punkte, das ist sehr wichtig für uns. Und was ich wollte sagen auch, danke an unsere Fans, an unsere Zuschauer, dass die sind Hintermannschaft, dass die in schwierigen Momenten wie Anfang zweite Halbzeit, meine ich, dass die stehen da, dass die unterstützt. Und da glaube ich, dass Mannschaft sieht das in Feld und merkt das und hilft uns viel. Danke. Dank, Branko, und nochmals Glückwunsch zum Heimsieg. Ja, dann darf ich erwähnen, vielleicht die Topscorer heute Abend, das ist von Seiten von Gelnhausen die Nummer 5, Yannick Mocken mit 10 Treffern, und auf Seiten unserer AG die 5, Marcel Becker, und die 37, Tom Petto mit die 7 Toren. So, und dann darf ich die Vorausschau, sieht so aus. Nächste Woche geht es zum ganz schweren Wieder-Saar-Pfalz-Derby nach Hasloch. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Heimspiel am 25. November, wenn der Tabellenführer TuS Ferndorf hier in der Stadtgartenhalle aufläuft. Bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin guten Appetit. Kommt gut nach Hause. Gästetrainer natürlich bis zum Rückspiel. Und tschüss und auf Wiedersehen. Thank you.